Taiwan, der Hüter der Haine. Aiwan der Grausame war in den letzten Tagen des alten Woryat als erbitterter Krieger bekannt. Die Mitglieder seines Clans waren Anhänger des Kriegerischsten unter den alten Göttern und weigerten sich, vor den drei Schwestern das Knie zu beugen, weil sie diese für Emporkömmlinge hielten. Dennoch war die dunkle Zauberei, die ihre Armeen stärkte, nicht zu leugnen. Aiwan und seine Sippe schmiedeten wohldurchdachte Pläne, um die verhassten Eisgeborenen zu stürzen. Schließlich setzten sie die Segel gen Osten, um das Land zu suchen, wo die Sonne aufging und von dem man behauptete, dass jegliche Magie von dort in die Welt floss. Wenn Aiwan sich derartige Macht zu eigen machen konnte, würde er sicherlich jeden Feind bezwingen können. Als seine Flotte über den Horizont hinaussegelte, verschwand sie aus der Erinnerung und wurde zum Mythos, denn sie wurde nie wieder in ihrer Heimat gesehen. Tatsächlich landete Aiwan der Grausame an der Küste von Ionia. Nachdem er sich durch ein Dutzend Küstensiedlungen hindurchgemäht hatte, entdeckten er und seine Krieger einen geheiligten Hain, der als Umikayalan, das Herz der Welt, bekannt war. Und dort, in diesem seltsamen, sattgrünen Garten, trafen sie auf erbitterten Widerstand. Mischwesen, halb Mensch, halb Tier, fielen wieder und wieder unter den gebogenen Ästen über sie her. Unerschrocken drängte Aiwan weiter voran, bis die übel zugerichteten Überreste seiner Expedition dort ankamen, wo sich das Heiligste der Ionia befand, die legendäre Götterweide. Aiwan stand trotz der um ihn herum stattfindenden Kämpfe vollkommen fasziniert da. Sie war ein wahrlich gewaltiger Baum mit einer Unzahl langer, hauchdünner Blätter, die im Licht golden und grünlich schimmerten. Derartige Magie hatte er noch nie zuvor gespürt und es war offensichtlich, dass diese nichtmenschlichen Kreaturen sterben würden, um sie zu beschützen. Er wollte ihre Entschlossenheit erschüttern, hob seine Kriegsaxt und brüllte hasserfüllt, während er immer wieder auf die Götterweide einschlug. Der große Baum fiel. Energie erwachte tobend zum Leben und der Körper von Aiwan dem Grausamen wurde auf der Stelle aufgelöst. Losgelöst und dahintreibend sah er, dass der Kampf vorbei war. Das Fleisch der Gefallenen ernährte aasfressende Vögel und Insekten oder verweste unter plötzlich sprießenden bunten Pilzen. Ihre Knochen verrotteten zu fruchtbarer Erde. Darin keimten Samen und wuchsen zu früchtetragenden Bäumen. Blätter und Blüten pulsierten wie bunte Herzen. Aus dem Tod, der Aiwan umgab, schoss Leben in unglaublicher Vielfalt hervor. Nie hatte Aiwan eine derartige Schönheit gesehen. Das Leben in all seinen Formen war verworren verbunden wie ein unmöglicher Knoten, der nicht gelöst werden wollte. Er weinte und diese Tränen aus Tautropfen fielen auf seinen veränderten Körper. Er war größer als in seiner Erinnerung und seine Gliedmaße bestanden aus rauer Borke und Blättern. Die Magie einer vollkommen anderen Welt durchströmte ihn. Er wusste nicht, warum oder wie, aber er war alles, was jetzt von der Götterweide noch übrig war. Nach dieser Erkenntnis hörte er das Geschrei von Hügeln, das Heulen von Bäumen und die tropfenden Tränen von Moos. Er dachte über seine Fehler nach und über die Grausamkeiten, die er begangen hatte. Reue überkam Aiwan und er flehte um Vergebung. Als er sich endlich bewegte, war so viel Zeit vergangen, dass die Welt sich anders anfühlte. Neu? Die Gewalttätigkeit und Traurigkeit seines früheren Selbst hallte nur noch schwach in seinem Herzen wider. Ihm fiel auf, dass er mit den Wurzeln, Felsen und Flüssen Zwiesprache halten konnte, wenn er seine Zehen tief ins Erdreich grub. Sogar der Humus hatte seine eigene Meinung.
Aiwan legte weite Reisen zurück, durch Ionia und darüber hinaus, und die merkwürdige Magie von Umikayalan folgte ihm auf dem Fuße. Er entwickelte enge Beziehungen mit großen und kleinen Kreaturen, beobachtete ihre Marotten, fand Freude an ihren kleinen Gewohnheiten und bot manchmal einen helfenden Zweig. Er setzte Raupen auf ihre Lieblingsblätter, scherzte mit schlitzohrigen Dornenrücken, umarmte widerborstige Elmarks und lachte mit weisen alten Pilzen. Einmal fand er einen verwundeten weiblichen Steingolem. Er wusste, dass das arme Ding dem Tode nahe war, schuf ihr ein neues Herz aus einem Flusskiesel und der weibliche Golem wurde Aiwans lebenslange Freundin. Er nannte sie Blümchen nach den Blumen, die auf unerklärliche Weise auf ihrem felsigen Leib wuchsen. Manchmal begegnet Aiwan Sterblichen und viele von ihnen waren immerhin ein bisschen friedvoll. Sie nannten ihn Brombeerbart oder den Hüter der Haine oder den alten Waldschrat und erzählten sich Geschichten von seiner seltsamen Gutmütigkeit. Doch es erfüllte ihn mit Traurigkeit zu sehen, dass sie immer noch mehr nahmen, als sie gaben. Er fragte sich, wie sie so grausam und sorglos sein konnten und zog sich aus ihrer Gesellschaft zurück. Wenn er das Vermächtnis der Götterweide in sich trug, musste er die Menschheit pflegen und ihr helfen zu sehen, zu hören und zu wachsen. Da er einst selbst ein Sterblicher gewesen war, wusste Aiwan, dass dies schwierig werden würde. Doch er lächelte und schwor sich, dass er diese Aufgabe erfüllen würde, bevor die Sonne das letzte Mal unterging. Er wusste, er hatte viel Zeit.